Moin, moin Matrosen, herzlich willkommen. Hier ist der Klabautermann, heute mit einem Wegweiser und einer Karte von der Gebirgsstadt Milton ins Stumpflusstal, das gerade mit dem letzten Update rausgekommen ist. Wir starten an den Containern in Milton. Die sind noch vor dem Eingang in die Stadt, wenn man sozusagen den Weg aus der Episode 2 entlang gegangen kommt, aus Episode 1 entlang gegangen kommt. Also da unten ist die Straße. In die Richtung, in die ich gerade deute, ist die Brücke mit den ineinander verkeilten Autos. Und da kann man dann, kommt man dann in die Straße runter, kann dann da runter nach Milton rübergehen. Da in der Ferne sieht man auch die Brücke, die vor Milton ist, im Visier von meinem Gewehr gerade. Ja, und hier ist eben dieser Container von so einem ehemaligen, weiß nicht genau, was die da gearbeitet haben, am Holzschlageplatz. Und wir gehen jetzt von diesem Container aus, dem blauen da, gehen wir den Weg entlang zurück zu der Einmündung und dann noch ein Stück weiter, um eben in dieses Stummflusstal reinzukommen. Das befindet sich insgesamt, also der Zugang befindet sich insgesamt in einer Höhle, die auf der linken Seite ist. Und wir können ein kleines Stück jetzt noch die Straße entlang gehen und vor diesem Felsen da vorne biegen wir dann links einfach ins Gelände ab, um zu der Höhle zu kommen. Die kann man, wenn man genau hinschaut, auch schon sehen. Da vorne, wo ich gerade hinziele, da ist ein dunkler Fleck. Das ist die Höhle und jetzt zeige ich mal noch die Karte und zeichne den Weg ein, den wir gerade gehen. Also vom Container die Straße ein Stück lang und dann querfeldein zu der Höhle. Ja, das Stumpflusstal ist eine sehr unwirtliche Region, sodass ich empfehlen würde, wenn man nicht wie ich jetzt für diesen Run im einfachsten Feigling-Modus spielt, wo die Tiere vor allem abhauen, dass man sich zumindest grundlegend ausrüstet. Ich habe in Milton auch schon ein bisschen geräubert. Ihr seht, ich habe schon ein Gewehr dabei. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, Klamotten mitzunehmen, weil die findet man auf der Map nicht. Die ist nämlich eine komplett unbesiedelte, unbewohnte Map. Ja, da sind wir schon am Eingang. Damit auch schon am Ende von diesem kurzen Wegweiser-Video. Den Plan, den ich eben gezeigt habe, den verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infokarte. Und ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback da lasst, wenn ihr mir einen Daumen, ein Abo, ein Like für den Kanal gebt. Soweit, viel Spaß, schöne Grüße vom Klabautermann.